Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, beim Let's Play Crusader Kings 2 mit der Handelsrepublik Venedig und unserem neuen Dogen Raoul, der jetzt nachgefolgt ist auf Ugolino, da der so plötzlich verstorben war. Ja, ich muss leider wieder nachträglich aufnehmen, weil ich der größte Depp vom Herrn bin und wieder mal das Mikro nicht dazu geschaltet hatte. Das läuft ja bei mir über eine Mixspur und die muss ich erst übers Programm aktivieren. Hatte ich nicht getan, daher... Ja, muss ich das jetzt nachträglich kommentieren? Ich hoffe, ich kriege das ordentlich hin. Wir haben beim letzten Mal schon geschaut, was Doge Raoul für einer ist. Er ist gerissen, er ist ein religiöser Eiferer. Das wird also in Richtung Papst sehr interessant werden. Er ist aber auch feige, also kein militärischer Anführer, auch wenn er militärisch noch ein bisschen kompetent ist. Und er ist willkürlich und dabei aber auch ein ordentlich gerissener Kaufmann. Ja, er hat den Familienfokus gewählt. Das hat für uns in der heutigen Folge einige Implikationen, denn er meint das wirklich, wirklich ernst. Er möchte sich um alle möglichen Verwandten und teilweise auch darüber hinaus um seine Vasallen kümmern und will einige verheiraten. Da es gerade in unserer Familie noch einige gibt, die noch keine Verlobung oder Verheiratung haben, und dementsprechend wird er sich dem Ganzen hier und heute im Jahr 1059 und 1060 einmal annehmen. So, unserem Vasallen Kardinal Benoit wurde ein Sitz im Kolleg der Kardinäle zuerkannt. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das kann ja nur vorteilhaft sein. Das werden wir in Zukunft auch unterstützen. Aktuell fehlt uns aber noch dafür das nötige Kleingeld. Das ist so das übliche Thema. Man möchte immer gerne, aber aktuell ist es finanziell noch ein bisschen schwierig bei uns. Und wir haben natürlich mit dem Geld auch schon viele, viele andere Dinge auch noch mit vor, aber der Schwerpunkt wird schon demnächst bei diesem Kardinalskollegium liegen für Raoul. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Heiraten einmal durchführen. Demetri, unser Nachfolger zum Beispiel mit 16 Jahren, noch keine Frau, das werden wir jetzt ändern. Ursprünglich habe ich eigentlich nach einer anderen Dame gesucht, die ist aber jetzt nicht mehr in der Liste drin, stelle ich gleich fest, weil wir ein paar, so einen Monat gewartet haben und die hat sich genau in dem Monat mit jemand anderem verheiraten lassen. Sehr schade, das war eigentlich eine ganz gute, aber so sollte es leider nicht sein. Ich suche die jetzt gerade nochmal und werde dann gleich feststellen, leider gibt es sie zwar noch, aber sie ist dann halt schon verheiratet worden. Sehr schade. Nun gut, aber auch da finden wir einen guten Ersatz für, das werdet ihr gleich noch sehen. Die Berthe wäre das eigentlich gewesen, Berthe Delaunay, aber die ist leider schon verheiratet. Das stelle ich hier gerade ganz schockiert fest. Das sieht man auch an der Übersicht. Partnerprinz Guy von Aquitanien. Ich wollte schon Argentinien sagen, nein. Von Aquitanien. Ja, jetzt müssen wir uns eine Alternative suchen, lieber Vergangenheitstastenhauer. Was macht man da? Man klickt wild irgendwo rum, genau, und kommt wieder auf Demetrio. Und dann schauen wir mal, wen wir denn da haben. Und ja, wir stellen fest, es gibt eine katholische Prinzessin, Habiba von Andalusien, die auch noch deutsche Kultur hat. Und die sieht ganz ordentlich aus und die haben wir uns dann einfach mit 19 Jahren mal geschnappt. Die ist einigermaßen okayisch, was die Verwaltung angeht. Alles andere ist bei ihr nicht so doll, aber darum geht es ja bei dieser Nachfolgerfrau nicht. Und dann habe ich noch festgestellt, es gibt eigentlich jemanden, der theoretisch sogar noch besser ist. Achso, dann haben wir die gewählt, das wusste ich gar nicht mehr. Weil, genau, weil die Traits noch besser zusammenpassen mit ihm. Also mit den Traits von Raoul, wohlgemerkt, nicht mit denen von Demetrio. Weil Raoul ja auch ein religiöser Eiferer und gerissen ist und er sieht das als perfekte Partie für seine Verwandten und Nachfolger Demetrio an. Ja, okay, der Respekt hier, der ist noch sehr niedrig, aber der wird bald sehr stark ansteigen. Denn Demetrio ist ja auch bei unserem Rat unser Kämmerer und dadurch bekommt er sehr, sehr viel Prestige. Ich weiß nicht, ob ich es gleich nochmal zeige. Ich hoffe doch. Ich meine, ich hätte das irgendwie gezeigt. Keine 10 Minuten her und schon wieder alles vergessen, aber so ist das manchmal. So. Suche ich ihn jetzt wieder? Ja, ich denke. Ne, wir gehen auf den nächsten. Genau, der Eduardo, unser Bruder, ist auch noch unverheiratet. Auch der bekommt direkt eine Frau. Genau, und die ist tatsächlich noch frei, die ich mir ausgesucht habe im Vorhinein. Maho, Kurtisane in Bourbon, also auch eine Französin. Für 108 Brautpreis ist das auf jeden Fall gut bezahlbar. Und eine gute Investition
für weitere viele männliche Nachkommen der Candiano-Familie. Und auch der Bruder Ademar mit 13 Jahren braucht noch eine Verlobung mit einer Frau oder einem Mädchen vielmehr. Und da hatten wir uns die Maria von Neuenburg ausgesucht. Die sieht nämlich von ihren Traits sehr, sehr gut aus in Richtung Verwaltung. Also da könnte es wirklich sein, dass sie da eine sehr fähige Frau ist. Die kostet nur 25, sie ist ja auch noch minderjährig. Und dementsprechend können wir uns auch das momentan noch sehr, sehr locker leisten. Ja, was wir jetzt machen müssen im Prinzip, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten noch jemanden, ne? Gott, wie viele Leute wir verheiratet haben. Es gibt nämlich noch in der Candiano-Familie, genau, es gibt einen Bastard namens Arnoldo. Aber der ist erst 2 Jahre alt, ist ein bisschen jung. Aber wir hatten noch einen anderen Bastard, und zwar Basilio Candiano. Fragt mich nicht so genau, wo der herkam, ob das noch eine Valorant-Geschichte war. Wir haben ja im Prinzip in allen möglichen Betten rumgebumst. Also von daher wird der schon irgendwo seine Legitimation erhalten haben. Ach genau, und das war glaube ich die Situation, da hat es bei uns geklingelt, da kam ein Paket für die Nachbarin an. Und dann habe ich kurz pausiert, denn das ist jetzt der Vorteil, jetzt kann ich wenigstens darüber sprechen. Das konnte ich vorhin nicht. Und meine Freundin hat dann das Paket angenommen und ja, wäre auch nicht so gut gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ich habe nämlich nur eine Unterhose an. Das hätte komisch ausgesehen. Na gut. Ja, und wie das manchmal so ist, wenn man dann morgens aufnimmt, wo man gerade mal Zeit hat, da passiert sowas schon mal. Sehr schön. Ich glaube, Paketboten, die haben schon schlimmere Sachen gesehen als irgendein Dude in Unterhose. Das stimmt. Aber trotzdem wäre es mir peinlich, ganz ehrlich. Das wäre mir schon etwas, naja, peinlich gewesen. So, genau, wir suchen Basilio und ich kann nicht schreiben, sehr gut. Da ist er, der Höfling in Veglia. Genau, der befindet sich auch gar nicht an unserem Hof. Ich habe auch gar nicht mehr geguckt, wo der herstammt, aber egal, er ist 5 Jahre alt und zack, wir haben noch unsere Kurtisane, Giuseppa. Und ich weiß gar nicht, ist das eine Nichte von uns, genau. Und die werden wir auf jeden Fall mit ihm schon mal verloben, damit auch er eine Frau bekommt. Denn wir haben ja gleichermaßen viele weibliche und männliche Nachkommen. Ja, und damit hätten wir auf jeden Fall alle wichtigen Familienfiguren hier verheiratet und verlobt. Das ist quasi die Verheiratungsfolge. Und ja, es wird alles zugestimmt. Und wir kriegen hier auch das Angebot, eine sehr lukrative Hilfssteuer für Demetrio und Marietta einzutreiben. Das werden wir auch tun, denn wir brauchen ja dringend, dringend Geld. Das sollte man eigentlich immer machen, aber gerade jetzt lohnt sich das sehr. Denn wir haben nicht nur Verheiratung heute in der Folge vor, sondern auch den Angriff auf eine weitere Handelsrepublik beziehungsweise auf einen weiteren Handelsposten einer Handelsrepublik, eines Konkurrenten. Ich hatte da ursprünglich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Quatschen bin, ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, ach so, genau. Ah, es geht um den Herzogtumtitel, genau. Wir wollen das Herzogtum Venedig oder bei uns ja die Republik Venedig erstellen. Das hieße aber, dass wir eigentlich einen Herzogtitel zu viel haben oder einen Republikstitel. Und ich habe mir überlegt, ich könnte den kroatischen Republikstitel abgeben und zwar an den Herrscher von Zaklumia, denn der ist uns am wenigsten schlecht gesonnen, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Die hassen uns alle, weil die möchten auch alle gerne diesen Republiktitel haben, unter anderem. Und ich habe mir gedacht, der ist mit 44 Jahren auch noch jung genug, dass er den bekommen kann. Wir müssen uns bei Zeiten bei ihm wohl auch nochmal um eine Gattin kümmern, dass der dann auch Nachfolger bekommt, damit er uns da auch dankbar ist. Die anderen hassen uns sowieso wie die Pest und sind teilweise auch noch ehrgeizig oder jüdische Charaktere hier wie in Hum. Ja, Milorad, das geht noch, aber wie gesagt, Dimitar für Kroatien, das betrifft die Provinzen Zaklumia, Senji und Veglia nämlich. Und dem können wir auf jeden Fall diesen Titel geben. So, vorher, wollte ich jetzt den vorher noch verheiraten? Nein, ich habe ihm direkt die Republik gegeben. Und dann haben wir entsprechend auch das getan. So, er ist dadurch mal kurzfristig nicht mehr Befehlshaber, das lässt sich aber noch ändern. Wichtig für uns ist, wir können die Republik Venedig erstellen für 181 Gold. Das können wir uns jetzt gut leisten. Und damit haben wir wieder einen Republikstitel mehr. Wir haben quasi nichts verloren, aber wir haben einen relevanteren Republikstitel erhalten und unsere Vasallen sind uns etwas weniger abgeneigt in der Region. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Das sieht man auch schon an Dimitar. Der ist uns natürlich zutiefst dankbar, dass wir ihm das Herzogtum gewährt haben.
Okay. Gut, der wäre theoretisch sogar besser, sehe ich gerade, wie Almwächter, was die Militärfähigkeit angeht, aber der Almwächter ist ein Familienmitglied und da wir da so starken Fokus auf die Familie gerade legen, bleibt der auf jeden Fall auch unser Marschall. Also der Kussiter muss sich jetzt hier beim Anschauen des Videos keine Sorgen machen. So, 616 Gold haben wir noch, das ist ja schon mal ganz ordentlich, reicht mir aber noch nicht für einen möglichen Krieg. Eustasios Makedon hat einen Gefallen eingefordert, okay. So, wir gucken mal gerade bei Amalfi. Sehen tatsächlich, dass wir keinen Waffenstillstand mehr haben. Das hat mich irgendwie überrascht. Ich dachte, der wäre erst 1061 ausgelaufen. Aber der war jetzt schon ausgelaufen. So, wir warten aber, glaube ich, trotzdem noch. Wir werden dann Korinth gleich angreifen. Da Korinth hier unser ausgemachtes Ziel war, das habe ich letztens schon erwähnt. Der erste von den beiden Handelsposten dort im mykenischen Raum, den wir uns holen wollen, um dort unsere Handelszone zu vergrößern und durchgängiger zu machen. Aber wie gesagt, geldlich müssen wir noch ein bisschen warten. So, Oberbürgermeister Vincentello von Bari hat mir Beweise zukommen lassen, dass Oberbürgermeister Milorad von Raschka mich übel verleumdet hat. Der Milorad, den haben wir doch eben noch gesehen. Was soll ich mit der Information anfangen? Naja, wir mögen ihn nicht besonders. Zwar ist die Frau von ihm Alda, aber das tut ja nichts zur Sache. Wir drohen ihm mit öffentlicher Bloßstellung, damit er hoffentlich dann der Fraktion fern bleibt. Ich denke, es wird sowieso nicht funktionieren, dass der Chiro hier gegen uns rebelliert. Der kriegt seine 100% eh nicht voll. Von daher können wir da auch gleich jemanden aus der Fraktion direkt rausnehmen. Ja, das ist der hier, der gute Chiro. Der hat leider auch schon genug Kinder als Nachfolger. Also der wird so schnell diesen Titel nicht verlieren. Vielleicht könnte man sich überlegen, fällt mir gerade ein, in Zukunft seine Kinder umzubringen. Vielleicht hilft das sogar. Aber da müssen wir mal in der nächsten Folge nachschauen. Das habe ich jetzt in dieser nicht mehr gemacht. Ja, Dimitar war gar nicht so ein guter Militäranführer. Zumindest nicht für die Befehlshaberposition. Und ich habe hier auch keinen besseren mehr gefunden, der entsprechend hier agieren kann anstelle von Dimitar. Weil die alle ihre Nachteile haben, direkte Verwandte sind oder so. Da habe ich mich dann doch dazu entschlossen, einfach niemanden zu nominieren und diesen einen Posten offen zu halten. Denn, wie wir gleich sehen werden, natürlich kann man sich hier einen Befehlshaber auch so befördern, aber das kostet so viel Geld, das werden wir uns jetzt definitiv nicht leisten. Okay, dann lassen wir mal die Zeit ein bisschen weiterlaufen, immer noch nicht mehr Geld. Und Milorad lachte nur über die Beweise und weigerte sich prompt, politischen Fraktionen fernzubleiben. Das ist allerdings schade. Aber nichts zu ändern. Dafür hasst er uns jetzt quasi abgrundtief. Das ist auch schön. Ja, nun gut. Aber es lässt sich nicht ändern. So, wir machen die Geschwindigkeit mal ein bisschen rauf. So, Patricia Cosma akzeptierte das Friedensangebot von Pandolfo von Foggia. Das habe ich mir auch mal offscreen mal angeschaut. Der hat sich jetzt quasi den zweiten Handelsposten im Marmara-Meer geholt. Und damit jetzt die Oberherrschaft beim Handel gesichert. Der Oberbürgermeister von Foggia, der ja auch ein Konkurrent hier als als Patrizierfamilie ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Der hat mir echt zu viel Macht. Der hat schon 6 Handelsposten. Da müssen wir auf Dauer vielleicht nochmal was überlegen. Aber wir haben mehr Zeit mit unserer Frau Edda verbracht und es haben sich mehr Gefühle zwischen uns entwickelt. Das ist doch schön. So, wir können mit den nötigen Druckmitteln einen unserer Vasallen von der Teilnahme an Verschwörung abhalten. Es geht da um Doge Clotaire, der aber hier gar keine Rolle bisher spielt. Die Frage ist natürlich, was machen wir mit ihm, wenn er bisher da nirgendwo drin ist? Wir können ihn natürlich bedrohen oder eben erpressen. Und wir haben uns, glaube ich, für erpressen entschieden, genau. Ja. So, das Anliegen ist bewilligt, er mag uns deswegen etwas weniger, aber das können wir, glaube ich, in Kauf nehmen. Dafür ist er aber relativ zufrieden. So, wir haben 963 Gold, das ist gut. Die Suppenküche im Hospital von Ravenna wurde noch fertiggestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen relativ ordentlichen Krankheitswiderstand, aber alle weiteren Upgrades kosten aktuell einfach viel zu viel Geld. Das lohnt nicht, wir haben 9% Schutz vor Krankheit, weil es auch eine wachsende Provinz ist, da ist der Krankheitswiderstand geringer. Aber das können wir erstmal nicht ändern, denn alle anderen Optionen, gerade das Krankenhaus zu erweitern, kostet viel zu viel Geld. Das werden wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen. So, aber was wir jetzt machen können,
uns den Krieg leisten gegen, ja, da habe ich mich verklickt, da gehöre ich eigentlich, da gehört der Klick nicht hin, sondern nach Amalfi und dort können wir zu Korinth den Krieg erklären, damit wir dort den Handelsposten erobern können. So, starten wir das Ganze mal. Wir haben hier unser Gefolge mit 5750 Mann. Das werde ich auf jeden Fall auch benutzen, aber ich werde auch meine Truppen hier komplett ausheben, um auch die Armee von Amalfi, die da kommt, zu schlagen. So, unten haben wir erstmal 700 Mann. Eine Armee, die ohne Anführer ausgehoben ist. Jetzt habe ich versucht, die da unten da anzugreifen. Ihr werdet gleich feststellen, da haben die völlig versagt. Aber nun gut, die kleine Armee ist da nicht so wichtig. Wichtiger ist diese große Armee, die ja, schicken wir nicht direkt nach Ravenna. Die schicke ich direkt nach Süden, nach Foggia, damit sie dort direkt eingreifen kann. Und die andere Armee wird über den Landweg dorthin geschickt. So, Yves und Sibylle haben noch einen Sohn mit dem Namen Zacharia bekommen. Sehr schön, also männliche Nachkommen, da mangelt es uns inzwischen nicht. Da haben wir den kritischen Punkt, glaube ich, überwunden inzwischen. So, und danach holen wir das Gefolge und bringen das zum Handelsposten, damit die dort den schnellstens erobern können. Das sollte auch nicht allzu lange dauern. Okay, da unten ist die Schlacht im Gange, die ich eben schon erwähnt habe. Wir gehen noch ein Stück nach Süden, damit wir dann entsprechend schnell die Einheiten zusammenziehen können. Und Amalfi hat schon eine kleinere Armee ausgehoben. Okay, ja, ihr seht schon da unten, das sieht nicht so gut aus im Kampfverlauf. Da der Gegner doch einen sehr, sehr guten Anführer anscheinend bestellt hat, der uns hier richtig schön zusammenhaut und anscheinend viel mehr Moral mitbringt, als wir das tun. So, das muss ich noch aufladen, das Gefolge. Und dann schicken wir das direkt in die Westkykladen. Also vor die Küste Griechenlands sozusagen. So, hier verlieren wir gleich endgültig, das ist schon bekannt. Nichts Neues. Okay. Na gut. Eustathios Makedon hat irgendwas gehabt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Da unten wird die erste Amalfi-Armee auch noch von einem anderen Gegner gerade weggeprügelt. Aber da können wir dann nichts machen an der Situation. So, wir warten jetzt mal ab, bis wir hier den Handelsposten angreifen können. So, okay, und jetzt können wir dort reingehen und erobern. Sehr schön. Die Schiffe lassen wir erstmal noch dort. Wir haben zwar ein riesiges Minus momentan, aber das können wir eh nicht ändern. Und die 10.440 Mann legen wir zusammen und überlegen uns noch eine passende Aufteilung unserer aktuellen und sehr guten Befehlshaber zum Teil. Der Galeotto zum Beispiel ist da falsch auf der linken Seite. Adalberto als Anführer der schweren Infanterie. Ihr seht das, die haben da 1000 Mann auf der linken Flanke. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn und wir ziehen hier der anderen Armee von Amalfi entgegen. Und denn wenn wir die angreifen, dann können wir schön richtig auf die Kacke hauen. So, Ugolino hat jetzt die Möglichkeit, eine Berufsrichtung zu wählen. Er ist gewissenhaft, pingelig, leider auch zaghaft, glaube ich, heißt es, ne? Ne, überheblich. Trotzdem werde ich ihn als Verwalter ausbilden lassen, weil die beiden Trades sich neutralisieren, kann er trotzdem was Vernünftiges bei rumkommen. Er hat ja schon eine Grundfähigkeit von 8 und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Von daher kann das eine gute Ausbildung trotzdem noch werden. So. Aha, Vormund von Blups, das ist jetzt nicht so wichtig. Und es gibt jetzt eine neue Intrige dadurch. Elazar soll umgebracht werden durch Dimi, der Teufel der See. Aber das interessiert uns gar nicht. Das sind diese jüdischen Charaktere aus Hum, die sich da gegenseitig abschlachten wollen. Das interessiert uns ehrlich gesagt wenig. Das werden wir auf keinen Fall unterbinden. So, jetzt müssen wir einmal hier ausweichen in die Ebenen, weil ich Sorge habe, dass wir sonst auch zu viel Verluste kassieren und hinnehmen müssen, während uns die andere Armee schon entgegenkommt. Und wir sehen auch hier Verluste unseres Gefolges, ist allerdings sehr ärgerlich. Deswegen müssen wir gleich direkt mal hier angreifen in Korinth. Das geht auch relativ zügig. Nur 5 Mann verloren. Das können wir so gerade noch verkraften. Wir haben den Handelsposten erobert. Das tickt jetzt gleich langsam erst hoch. Und währenddessen können wir unser Gefolge schon mal wieder zurück nach Venedig schicken, wo es eigentlich auch hingehört. So. Ja, das dauert, bis das hochtickt. Und solange können wir
schon mal wieder zurück. 5 Mann haben wir verloren. Das ist, denke ich mal, wirklich verkraftbar. Da haben wir dann noch rechtzeitig eingeschritten. So, es sind noch mehr Leute da oben. Jetzt schon 3267 Mann in der Armee von Amalfi. Wir könnten die jetzt in Spoleto stellen, aber wir werden natürlich feststellen, dass sie dann gleich anhalten mit ihrer Bewegung, weil ihnen das zu heftig ist mit den 10.000 Mann als Gegnern. Also werden wir sie direkt in Florenz angreifen. Und ich denke mal, das sollte kein großes Ding werden hier, auch wenn wir natürlich Verluste haben, aber sehr, sehr geringe. Und der Feind wird hier auch sehr schnell zurückgedrängt. Ja, ihr seht es schon, wir verfolgen sie, wir machen sie nieder und kriegen sie damit doch sehr gut besiegt. Und haben schon 55% Kriegsstand. Das sollte jetzt auch schnell hochticken, sobald die Handelsposten-Ticks reinkommen. Und wir können die Truppen schon mal in heimisches Gebiet nach Ravenna schicken. Sehr gut. Das hat gut funktioniert und die werden uns jetzt hier den Handelsposten nicht wieder wegnehmen können in der kurzen Zeit, die ihnen dazu verbleibt. Okay. So, deswegen werde ich auch schon mal das Gefolge hier, beziehungsweise die Truppen direkt auflösen, nicht das Gefolge. Und auch die Schiffe, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Plus bekommen und ein bisschen mehr Geld machen, denn der Gegner ist jetzt ja quasi schon ungefährlich und kann sich gegen den Handelskrieg hier überhaupt nicht mehr wehren. Okay, so, die fliehen nämlich und kommen jetzt erst zurück. Das dauert zu lange für sie, um dann noch einzugreifen, und wir können ganz in Ruhe abwarten, bis wir auf 100% gekommen sind, und dann ist das entsprechend schon erledigt. Sehr schön. So. Aha, da laufen sie runter. Der Preis der Dekadenz, wir haben 89% übrigens. Die herrschende Dynastie von Aschadid-Sultanat wurde von den eifrigen und hart arbeitenden Stammesangehörigen der Dynastie Uthman gestürzt. Das interessiert uns natürlich auch sehr, was irgendwelche Sultanate da machen. Das ist ehrlich gesagt total egal. Damit haben wir zumindest noch nichts zu tun. So, was haben wir hier? Oh, er kapituliert schon freiwillig und gibt uns den Handelsposten. Das ist natürlich auch nett. Er sieht wahrscheinlich ein, dass es keinen Zweck mehr hat, sich weiter zu wehren. Und damit haben wir jetzt einen neuen Handelsposten. Nämlich da unten den Handelsposten in Korinth. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat er noch nicht ganz gecheckt, aber das sollte gleich dann aktualisiert werden. Ja, und dieser Handelsposten ist jetzt unser. Dafür müssen wir aber noch einen Kindheitsfokus festlegen für Bertha. Mit unseren Zufallszahlen, die wir hier noch haben. Die musste ich mir, glaube ich, gerade noch zurechtsuchen in der Folge. So, und das war, glaube ich, die Nummer 6. Das heißt, sie wird demütig als Charakter. Das ist so ihre Richtung, die sie mit 6 Jahren so langsam einschlägt. Da macht sich quasi der Charakter langsam bemerkbar. Okay, wir sind noch ganz gut dabei, was die Einnahmen angeht. Das ist sehr schön. Denn das ist unser Lohn und Brot als Handelsrepublik. Ich gucke gerade mal nach dem Handelsposten von Korinth und wir sehen, der ist absolut unausgebaut. Das heißt, wir werden direkt mal die Handelsenklave dort ausbauen, damit wir dort mehr Steuereinnahmen bekommen. Das ist ja letztlich das höchste Ziel, was wir haben. Dass wir dann lukrativere Einnahmen bekommen. So, Dimitar, der Doge, der ist jetzt hier nett unterwegs, was uns angeht. Der mag uns. Und wir haben jetzt hier schön den Herzogtitel erstellt. Wir haben den Handelsposten bekommen. Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das auch gewünscht haben. Und ja, damit würde ich sagen, können wir langsam Schluss machen. Mal gucken, ob wir Chiro irgendwann noch den Herzogtitel entziehen können. Aber das wird, wie gesagt, sehr zufällig nur passieren. Das können wir wenig beeinflussen. Okay, dann werden wir auch noch den von Raschka dann entsprechend abgeben an einen der örtlichen Leute. Alles klar, und dann den anderen übernehmen. Jo. Okay, ich wünsche euch alles Gute, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert fleißig und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich bin euer Tastenauer, bin raus und sage ciao, ciao.